So, weiter geht's heute mit Hogwarts Legacy. Und wir gucken mal an die Aufgabenliste, was wir heute so haben. Wir haben im Schatten der Mine. Wir haben alles nur Koboldogak. Eine besorgte Mutter. Okay, die Dracheneffekte. Also wir haben einige. Die dadalischen Schlüssel, die müssen wir so ein bisschen nebenbei machen. Da fehlen uns noch 6 Stück insgesamt. Der Mann in deinem Mond, da fehlen uns 13 Stück. Und das Fohlen des Todes. Wir machen im Schatten der Mine. Wir müssen eh die zwei Sachen machen. Man reitet sich auf die Suche nach dem nächsten Hüter vor. Ach, die nächste Mission müssen wir ja machen. Es wird sowieso kein 100% Let's Play. Bin ich mir ziemlich sicher. So, gucken wir mal schnell vorher erstmal, was wir hier noch so haben. Ich gucke gerade, ob wir hier noch. Ah, wir haben einen Talentpunkt. Wir könnten einen schlechten Punkt machen und dann hätten wir. So, dann haben wir das zumindest schon mal safe durch das Schleichen aufgeskillt. Gut. Gucken wir mal gerade. Wo haben wir hier die Weltkarte? Der Vorteil ist, wir haben jetzt alle Schnellreisepunkte. Das habe ich ja vor einigen Folgen gemacht mal. Vor meinem Urlaub, glaube ich, habe ich das gemacht. Adolf Beaumont ist noch nicht hier. So, reisen wir mal kurz rüber. Es ist Winter. Hier sieht schön aus, das Wetter. Ja, das trifft den Westen beim Aussichtspunkt. Besteht, dass das Relikt aus Slytherins Zauberbuch ihr helfen kann, muss ich es finden. Dafür brauche ich deine Hilfe. Triff mich außerhalb von Feldcroft, in der Nähe der Katakombe. Okay, machen wir. Ich kann nicht, was ich konnte. Ich war so vom Skriptorium und Slytherins Buch abgelenkt, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Über feste Druck? Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Ich sage, wir greifen sie direkt an. Begraben wir unsere Feinde. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Nach dir. Ah, wir können ja da, wir müssen ja da runtergehen. Gut. Ich will trotzdem, oder? Ach, ich kann gar nicht fliegen. Geh du voran. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Erstmal kriegst du einen drauf. Im Zentrum. Kavabums. Das ist unbedingt meiner. Hat sich gerade erledigt.
mega Powertränke und ein entspanntes Gewand, okay. Gut. Ich schaue mich hier gerade nochmal um, wenn hier noch irgendwo was ist. Hier ist noch irgendwas. 6 Goldmünzen und eine Tasche, wo eigentlich noch 50 Goldmünzen, okay. Gucken wir mal, was hier noch schnell drin ist. Hier ist ja schon immer noch eine Truhe, warte mal, das ist eine Flasche. 47 Goldmünzen, das hat schon wieder so ein bisschen finanziell, hat sich das so ein bisschen gelohnt. Finanziell hat sich das so ein bisschen gelohnt, aber ich gucke gerade, wo da irgendwo noch was ist. Da ist noch irgendwas. Okay. Gut, das war diese Truhe, die uns noch so ein bisschen. Ich muss wieder ein bisschen reinkommen in das Spiel. Eine neue Brille. Das läuft aber gut. Wir sind ein gutes Team. Ja, in der Tat. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Nö, 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 nö. Was ich tun würde. Auf die. Ich gehe immer bis. Ich bin jemand, ich gehe gerne feste Dorf, wenn es sicher sein muss. Nö. Oh, da habe ich schnell genug. Okay, ist mal ein zarter Kopf oder da war's. Spaß ist ziemlich relativ. Ja, wollte gerade sagen, Spaß ist immer relativ. Das war relativ spaßig. Es kommt immer darauf an, auf welcher Seite man gerade steht. Hast du was? Weitere Zerstörung. Müssen wir mal hier erreichen, den Eingang zur Mine. Garantierte Sicherheit hier lang. Ich sollte wohl erwähnen, dass diese Mine angeblich wegen einer Spinnenplage vor langem geschlossen wurde. Ach, Spinnen. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. So, kaputt oder was? Diese Mine gleicht einer Gruft. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich warum. Mir ist, als wäre ich hier schon mal gewesen. Da sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Und runter. Einen Vorteil haben wir, wir sind nicht alleine. Das frage ich mich auch immer, wie viele das am Ende sind. Die dann mega Power-Trank, immer gut.
Konstrikt. Ja, ich habe einen Vorschlag. Ich muss doch wieder reinkommen in das Spiel. Ach Quark. So ist es richtig. Warte mal kurz. Tilly. Kommst du hoch? Ja. Kein Wunder, dass Leute sich vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge. Alles ganz reizende Eigenschaften. So, ich würde mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter und dann geht's weiter mit Hogwarts Legacy.